sind auf 2200 Meter Fridolinshütte. 70 bis 100 Stundenkilometer Böe, es ist jetzt 3:30. Jetzt geht der Mond langsam auf, dahin in einer Stunde. Und wir beleuchten jetzt hier noch Motiv beleuchten. Genau, jetzt muss ich schauen, was davor läuft. Motiv beleuchten für 200 Jahre Erstbesteigung vom Tödi. Jetzt hast du die Wolken, oder? Ja. Und Richtung 3 Uhr, wo die Wolken aufhört, ist das Gipfel. Ja. Das hast du vorgeschlagen. Ja. Ich habe fast das Gefühl, wir sind zu nahe am Tödi. Wir kommen zu fest von links hin, so wie die Leute vom Tal nicht unbedingt erkennen. Also wenn wir in der Tallinie würden gehen, so wie die Leute den Tödi sehen. Mehr rechts haben. Mehr rechts. Die Ebene dort. Schau. Von da aus. Damit eben also das habe ich gemeint, da auf der. Ja, genau da unten ist das. Da unten aber der stört dich dann nein, auch nicht? Nein, weil dann leuchtest und das Licht geht dann nachher so. Ja. So ist dann die Projektion. Ja, und so kennen klar nicht die Tödi. Genau wie in der Trichterin. Ich würde sagen, wir gehen mal in der Trichterin. Siehst du, bis wo bei mir leuchtet? Ja, das ist auf der ganz hohen Töne. Das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Da geht es 800 Meter das Loch ab. Ich befinde mich hier im Camp, im Felscamp, unter dem Tödi. Wir sind gerade den Tödi am beleuchten. Das ist die dritte Beleuchtung jetzt. Es hat gewittert. Wir sind mitten drin. Rundum hat es gewütet. Aber wir haben keinen Regentropfen verwünscht. Die anderen sind am Schlafen. Mal schauen, wo das alles ist. Das sind Projektoren. Da drinnen schläft der Mike. Sieht aus einer Raumkapsel. Jetzt gehen wir schauen, wo der Bergführer ist.
Der Hans Rauner. Das ist irgendwo da hinten noch. Dass er uns nicht stört beim Schlafen. Der Hans Rauner Bergführer. Schlaft einfach am Wegrand. Oh, jede Arm. So, gehen wir wieder zurück und arbeiten. Wir sind auf 2300 Meter, haben heute Nacht die Beleuchtungen gemacht. Und man hat ja schon gewusst, dass es Gewitter geben könnte. Man hat die Wolken gesehen. Und dann ist es losgegangen. Rundum Gewitter, Blitz, geregnet. Aber da, irgendwie hat man da oben Sterne gesehen. Und genau da ist nichts passiert. Man hat schon in der Baumel gehabt, von den Projektoren weg. Aber wir können pünktlich anfangen zu beleuchten. Wir sind das dritte Mal jetzt an diesem Tödi am Beleuchten. Einmal von der Fridolinshütte aus, einmal 10 km weiter hin auf einer Alp. Und heute hier unter dem Tödi. Ein unglaublicher Kraftort, Natur, die Energie. Wir haben das beleuchtet für 200 Jahre Erstbesteigung. Die Gletscher waren noch etwas dicker und länger dort mal. Aber es muss ein unglaublicher Gewaltakt sein und Mut von diesen Leuten, hier raufzugehen. Aber weißt du, vor 200 Jahren, die spinnen ja, wie die hier rauf sind. Ja, wenn man den Tödi kämpft von jeder Seite, wenn du denkst, wo die überhaupt oben sind, vor 200 Jahren der Mut gehabt. Und einfach, wieso, dass sie genau dort oben sind. Und da haben sie sich sicher nicht getraut, durch die Brüche oben. Ja, hat viel mehr Schnee gehabt, Gletscher. Ja, deutlich mehr, wahrscheinlich. Ja. Nein, ich finde es super, das haben wir mit diesen drei Mal, einmal in Fridolin und dann die 10 km weiter runter und jetzt hier unter der Wand. Haben wir die verschiedenen Charaktere von der Distanz und vom Berg und aber auch vom Glarnerland. Von Föhnsturm bis Blitz und allem haben wir gehabt. Ja, von A bis Z. A bis Z. Wir können wirklich zufrieden sein. Wie es jetzt rausgekommen ist. Also das ist jetzt ja das Pünktchen auf die Zeit. Also ganz, das kannst du glaube ich nicht mehr toppen. Ich bin ja nicht speziell. Nein, das kannst du nur toppen mit minus 30 Grad im Hochwinter. Das wäre mal noch etwas da. Nein, ist doch schön da auf dem Weg liegen und schlafen. Nein, hey, weißt du, ich tue das da oben. Nein, ja. Hey, merci vielmals für die Zusammenarbeit. Ich dir. Vielen. Haben wir wieder mal, gell? Super gewesen, ja. Nach 40 Jahren Militär machen wir miteinander wieder mal Räuberübungen durchgehen. Ja, so muss es sein. Und Glarus ist ja einfach ein unglaublicher Kanton. Aber es ist ein wilder Kanton da hinten. Ja, wenn du dafür schaust, das geht 1500 Meter auf jede Seite und unten so eingeschnittenes Hurental. Ja, das muss so sein. Mhm. Darum sind ja Glarner so, wie sie sind. Ja, genau. Cool. Um das Fondue hier rühren, habe ich natürlich die Kelle vergessen. Und ich weiss, in einer Kelle muss ein Loch haben. Und die haben wir jetzt nicht. Und darum haben wir aus dem Werkzeugkasten einen Schraubenschlüssel genommen. Und der Schraubenschlüssel, das Nummer 13 natürlich, dass wir heute viel Glück haben, der hat ein Loch. Und da geht der Käse durch. Wie bei einer Kelle. Das muss so sein, sonst kann man kein Fondue machen. Und jetzt kann ich, je nach Geschwindigkeit, geht der Käse schneller durchs Loch durch oder weniger schnell. So kann ich stufenlos die Entwicklung vom Fondue hier auf 2700 Meter steuern. Ah! Dann.
Ja. Die Flamme geht auf der anderen Seite auf. Mhm. So jetzt. Ja, der tut noch. Der tut noch. Und wenn die Sonne hinter dem Horizont runter geht, ist auch die Wärme weg. Aber die Restwärme, die im Boden ist, die fängt an zu steigen, weil es oben kalt ist. Und dann fängt auch der Nebel sich entwickeln.